Das Leben auf der unendlichen Spielwiese. Wenn wir davon ausgehen, dass unser Bewusstsein unsterblich ist, dann gibt es unser Bewusstsein in alle Ewigkeit. Und das ist der Schlüssel zur Befreiung von jedwedem Leid. Alles, was ist, ist nämlich nur völlig neutral. Die Bedeutung verleihen wir durch unsere Gedanken und Emotionen. Aber das ist eine Entscheidung, denn grundsätzlich ist alles nur. Wie es ist, entscheiden wie gesagt wir. Daher kommt auch der Spruch, wir haben nicht zur Gänze in der Hand, was uns im Leben passiert, aber wie wir das finden. Zu jeder möglichen Situation im Leben gibt es unzählige Point of Views. Manche sind sich ähnlich, manche schließen sich aus, aber es gibt jeden denkbaren Point of View. Aber welcher ist der richtige, würde jetzt die nächste logische Frage lauten. Und eben genau da kommen wir ins Spiel. Jeder höchst talentiert, individuell und exklusiv. Wir brauchen uns niemals vergleichen. Mit nichts und niemandem. Das ist erstens nicht zulässig und zweitens der direkte Weg ins Unglück. Niemand außer uns, unvergleichbaren, einzigartigen Unikaten, entscheidet darüber, wie wir etwas sehen und wahrnehmen und vor allen Dingen, welche Gefühle uns dabei begleiten. Und jetzt kommt's. Wir müssen uns dabei auch nach nichts und niemanden richten. Mehrheiten können mitunter ja auch gefährlich sein, wie wir wissen. Don't follow the masses. Sometimes the M is silent. Und bitte auch nicht das Hirn verwenden. Das kann uns immer täuschen, je nachdem, mit welchen Informationen es gefüttert wurde. Aber es gibt etwas, das irrt sich nie. Das ist unser Herz. Und keine Angst vor Überprüfung. Es gibt tatsächlich niemanden, der eine Realität für uns alle wahrnehmen kann und der sagen kann, der oder diejenige hat mehr oder weniger Recht als jemand anders. Wir haben alle nur unsere eigene Realität. Diese Realität setzt sich für jeden von uns zusammen aus dem, was wir gelernt haben, was wir vermeintlich wissen oder uns darauf geeinigt haben, es zu wissen, und dem, was wir glauben. Der Glaube steht über allem. Das haben wir schon oft gehört und kennen auch unzählige Menschen, die durch ihren Glauben Berge versetzen, Naturgesetze außer Kraft und sich gemeinhin über alles hinwegsetzen, was uns beigebracht wurde. Somit kann man folgern, was wir gelernt haben, ist unser Zweifel. Das ist starr, determiniert, unantastbar. Und unser Glaube ist unsere Fantasie, in schillerndsten Farben, alles Mögliche. Die Summe aus Fantasie und Zweifel bedingt unsere Realität. Und selbstverständlich stellt sich mir meine Realität anders dar, je größer das Maß an Fantasie ist. Wenn wir den Mut haben und aufgeben, was uns gelehrt wurde, können wir durch unsere Fantasie mit unserem Glauben eine Realität bauen, vor der unsere Zweifel überwältigt in die Knie gehen würden. Aber jetzt zurück zum Ausgangspunkt. Stellen wir uns vor, wir waren alle schon einmal in der 12. Dimension in göttlicher Einheit. Alles war bestens, nur eines nicht. Die Unendlichkeit macht diesen Zustand, wenn immerwährend, egal wie großartig er sein mag, unerträglich. Somit haben wir uns in absoluter Überzeugung unserer Göttlichkeit als Neandertaler auf die Erde gesetzt, im Wissen, dass es unheimlich schwierig wird, aber durchaus machbar und man sich in der Unendlichkeit schließlich beschäftigen muss. Ganz egal, was wir nun glauben, was wir tun müssen, um nach welcher Überzeugung, wo auch immer hin zu gelangen, ein Rat passt für jeden. Wir müssen uns nirgends hin beeilen, weil überall, wo wir hinkommen, werden wir nicht ankommen. Es geht nicht um ein ultimatives Ziel, das uns befreit. Nein, uns befreit das Unterwegssein, die ständige Veränderung, die wir auch unter größtem Aufwand nicht aufhalten können. Wer verstanden hat, dass er niemals ankommt, kann die Reise endlich genießen. Jedes Schicksal kann im Angesicht der Unendlichkeit ertragen werden, weil es im Vergleich zur Unendlichkeit eben nur winzig klein ist. Und wenn ich es als Teilstück meiner Reise und nicht als unglaubliche Ungerechtigkeit erfahre, es annehme und akzeptiere, finde ich auch unter diesen, aus einer anderen Sicht vielleicht fürchterlichen Umstände, Voraussetzungen, Mittel und Wege, das Teilstück der Reise angenehm, aufregend und sinnvoll zu gestalten. Und in diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, dass ich mir sicher bin, dass es keine Ungerechtigkeit gibt. Niemand von uns hat Schuld. Wir sind alle nur verantwortlich. Und die Verantwortung, die wir tragen, das ist das Leben, das wir führen.
Und ja, über das Reinkarnationsprinzip gilt das auch für unschuldige, wehrlose Kinder. Wer nach Entwicklung trachtet, dem sei hier noch gesagt, dass man sich aus einer Situation, die einem nicht gefällt, nicht wegentwickeln kann. Man kann nicht davonlaufen. Man kann schon davonlaufen, aber solange man nicht akzeptiert hat, wird einen, um was es auch immer geht, immer wieder einholen. Somit ist die Fähigkeit, im Moment, egal wie er sich mir darstellt, Zufriedenheit zu empfinden und zu generieren, die wichtigste Voraussetzung, um die Reise genießen zu können und die unendlich vielen Geschenke des Universums, die wir täglich geboten bekommen, auch sehen zu können. Wenn wir nämlich ein deklariertes Ziel haben, dem wir alles unterordnen, bekommen wir in der Regel sonst nichts mit. Also nehmt euch, wie ihr seid. Vergebt euch. Freut euch und habt Spaß am Unterwegssein. Es ist nicht mehr, aber vor allen Dingen auch nicht weniger. Wir entscheiden somit, ob wir in der